seit Menschengedenken herrscht König Waldemar voll Güte und Gerechtigkeit über das Reich. Sein einziger Sohn, Robertus, ist der rechtmäßige Thronfolger. Doch noch sind ihm Wein, Weib und Gesang wichtiger als die Interessen des Volkes. Dem König bereitet dies Kopfschmerzen. Mit der Zeit verblasst sein Verstand. Und hinter seinem Rücken greifen bereits andere nach der Macht. Die Winter sind wieder kälter geworden für das einfache Volk. Und seit dem Feste zum 107. Geburtstag des Königs ist nichts mehr so, wie es einmal war. Das Reich zerfällt und Stimmen der Unmut werden laut. Das Volk schreit nach einem starken Mann. Einem, der sie wieder ans Licht führt und dem Land zu alter Stärke verhilft. Einen, der für sie handelt und für sie denkt. Zum Wohle aller, zum Wohle Luminaria. Was ist ein Leben im Vergleich zum Wohle vieler?